Sieben wichtige Änderungen für Rentner im August 2023. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Es gibt auch im August 2023 wieder wichtige Änderungen, die unter anderem auch Rentnerinnen und Rentner betreffen können. Und ich will gar nicht lange mit der Vorrede uns aufhalten, sondern wir steigen einfach mal schon in die ersten Änderungen ein. Und ich habe da auch schon was für Sie vorbereitet. Können Sie sich dann auch gerne nochmal durchlesen auf unserer Internetseite von rentenbescheid24.de. Steigen wir einfach mal ein in die erste Änderung. Die Inflation bleibt im August für Rentner weiterhin sehr hoch. Nach dem Bundesamt für Statistik lag die Inflation, das ist der Kaufkraftverlust, bei 6,4%. Für das gesamte Jahr 2023 wird mit einem Durchschnitt von 6% gerechnet. Für den Monat August wird es da auch nicht besser werden. Die ersten Prognosen haben ergeben, dass wir im August 6 bis 6,5% Inflation haben werden. Treiber der hohen Inflation sind wie immer die hohen Energiekosten, hohe Lohnabschlüsse und auch inflationsbedingte Einmalzahlungen, Staatsleistungen. Zweite Änderung, wichtig auch tatsächlich für Rentner, die Frist für die Steuererklärung 2021 durch den Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein läuft am 31.08.2023 ab. Also das sollten Sie sich bitte merken. Wenn Sie sich für Ihre Steuererklärung, für Ihre Einkommensteuererklärung 2021 eine Steuerberatung gesucht haben, dann muss der Steuerberater oder die Steuerberaterin oder Lohnsteuerhilfeverein hier die Frist zum 31.08.2023 beachten. Wenn Sie selbst schon eine Steuererklärung abgegeben haben, da lagen die Fristen etwas zeitlich früher. Drittens, es soll wohl noch bis zum Ende der Sommerpause ein neues Rentenpaket kommen. Da gibt es wohl einen Gesetzesentwurf, der wird zwischen Hubertus Heil und Christian Lindner abgestimmt. Und zwar soll das Rentenpaket dauerhaft das Rentenniveau bei 48% sichern und dem Aufbau eines Generationenkapitals in Form einer Aktienrente dienen. Diese Aktienrente soll dann ab Mitte 2035 in der Lage sein, die zu erwartenden Beitragssatzerhöhungen in der gesetzlichen Rente abzumildern. Ob das alles wirklich gelingen wird, wir warten es ab. Ich bin da eher skeptisch. Die vierte Änderung. Mindestlohn steigt ab 1.8.2023 für Mitarbeiter in der Geld- und Wertpapiertransportbranche. In Nordrhein-Westfalen steigt ab dem 1.8.2023 der Mindestlohn in dieser Branche von 20 Euro auf 20,64 Euro. Ja, Kleinvieh macht auch Mist, meine Damen und Herren. Monatsrente, also fünfte Änderung, Monatsrente August, 1.8. wird da fällig. Zahltag ist der 31.07.2023, aber nur bei der sogenannten vorschüssigen Rentenzahlung. Die Rentenzahlung wird zu Beginn des laufenden Monats fällig, wenn die gesetzliche Rente vor dem 1. April 2004 begonnen hat. Da steht 2024, ist natürlich Blödsinn, muss 2004 sein, korrigiere ich noch. So steht es im Paragraph 272a SGB 6 geschrieben. Die Rente für den Monat August wird bei vorschüssiger Zahlung nach diesem Paragraph 272a SGB 6 immer am letzten Bankarbeitstag des Monats fällig, der dem Monat der Fälligkeit vorausgeht. Das heißt also in unserem Fall am 31.07.2023, das ist Montag, wird die Monatsrente für den August 2023 fällig zur Zahlung, wenn Sie vorschüssiger Rentenzahler oder Rentenempfänger sind. Sechstens, erhalten verbeamtete Pensionäre und Bundesminister schon im August 2023 die Inflationsausgleichsprämie gezahlt? Nein, meine Damen und Herren, soweit sind die Herrschaften da noch nicht beim Bundesministerium. Die Auszahlung der Inflationsprämie an Beamte, Soldaten und Versorgungsempfänger des Bundes wird erst im September erfolgen. Die ersten soll es spätestens im Oktober 2023 geben. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums, Bundesinnenministerium ist zuständig für die Beamtenpension, für die Bundesbeamten, teilte mit, es ist vorgesehen, die Abschläge voraussichtlich mit den Bezügen für September 2023, spätestens Oktober 2023 zahlbar zu machen. Denn das Tarifübernahmegesetz, so heißt das leidige Gesetz, muss erst noch im Bundestag beschlossen werden.
Es wird weiter mit heftigen Diskussionen gerechnet, weil 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland leer ausgehen, was ich persönlich für eine Riesenschweinerei halte. Wissen Sie, wir haben dazu Video gedreht. Siebtens, plant die Bundesregierung die Abschaffung der abschlagsfreien Rente noch in der Sommerpause? Die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte sorgt in bestimmten Kreisen der Wirtschaft und Politik für erheblichen Unmut. Wir haben es ja gehört, der Herr Lindemann ist auch kein Fan von der Rente und auch unser Finanzminister nicht. Viele Lobbyisten wollen diese beliebte Form der Altersrente am liebsten sofort abschaffen. Finanzminister Lindner hat als erster Bundesminister die Rente mit 63 scharf attackiert. Er ist also sozusagen aus der Deckung herausgekommen und sie als Stilllegungsprämie, ich sage Abwrackprämie, bezeichnet. Die sofortige Abschaffung wird gefordert. Kommt das noch im August 2023? Nein, definitiv nicht. Den Rentenberatern von Rentenbescheid24.de ist es nicht bekannt, dass es eine solche Änderung geben sollte. Ich glaube, dass es das mit der SPD auch nicht geben wird. Das ist nämlich deren rote Linie. Sollte die FDP darauf bestehen, wäre die Koalition de facto am Ende. Sie ist aus meiner Sicht sowieso heute auch schon zu Ende. Aber das wissen wir ja alle. Wir gehen davon aus, dass es diese Rente noch bis zu ihrem geplanten gesetzlichen Auslaufen, dazu habe ich auch schon sehr häufige Videos gedreht, für die Geburtsjahrgänge bis 31.12.1963 auch weitergeben wird. Warum sollte man diese Rente noch abschaffen? Das sind ja nur 200.000 Menschen, die jedes Jahr vorzeitig in diese Rente gehen. Das ist die sogenannte Rente mit 63, die es ja in Wirklichkeit mit den Geburtsjahrgängen nach 1952 gar nicht mehr gegeben hat. Also ein politisches Schlagwort. Ja, last but not least, das ist es schon gewesen. Das waren die 7 Änderungen. Aber meine Damen und Herren, ich finde, da gibt es noch was ganz Wichtiges. Die Fußball-WM läuft in Australien und Neuseeland auf Hochtouren. Die deutsche Nationalmannschaft hat am 24.07.23 ihr erstes Spiel gegen Marokko mit 6-0 gewonnen. Ein wirklich verdammt wichtiger Sieg für unsere Fußballfrauen, der ihnen Vertrauen und Stärke geben wird. Das nächste Spiel der deutschen Frauennationalmannschaft findet am 31.07.2023 gegen Kolumbien statt. Ich würde mir wünschen, dass wir alle, Sie auch, am Ball bleiben und unseren Frauen den Daumen drücken. Näheres zu diesem Thema und zu den Änderungen Rente August 2023 für Rentner finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche und viel Spaß beim Fußball gucken, Frauennationalmannschaft. Ihr Rentenberater Peter Knöppel.